Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Blog. Ich bin vor kurzem angesprochen worden. Und zwar hat mich jemand gefragt, Mensch, du hast in der Zeit der Corona-Pandemie, als diese Hochphase war, überhaupt nichts gemacht in den sozialen Medien. Du hast nichts gepostet und wie kommt das eigentlich? Ganz einfach, ich habe mich auf meine Arbeit konzentriert. Ich habe den Menschen, denen ich helfen darf, in dieser Situation versucht beizustehen, indem ich Perspektiven aufgebaut habe oder erhalten habe. Denn viele hatten Angst, Mensch, wie geht das weiter? Weil Reha-Kliniken haben geschlossen und so weiter. Und ich habe mich auch über den einen oder anderen Leistungsanbieter geärgert. Denn kaum war das Wort Corona ausgesprochen und es gab noch gar nicht mal diese behördliche Ausgangsregelung, wurde gleich versucht, von einigen Anbietern ein Geschäft zu machen. Und zwar ganz konkret wurde auf einmal Teletherapie für einen etwas erhöhten Satz dann angeboten und so weiter. Und ich finde das schräg, wenn man dann mit erpresserischen Mitteln kommt und sagt, entweder du bezahlst es oder du bekommst es nicht hin, dass deine Klienten weiter versorgt werden. Und das finde ich ehrlich gesagt verwerflich. Gut, das war auch eine Möglichkeit, mal wieder die Netzwerkpartner zu überprüfen. Und die das gemacht haben, sind halt jetzt kein Netzwerkpartner mehr. Das ist manchmal so, denn es geht ja um Menschen und dem muss geholfen werden. Das habe ich gemacht und da waren die sozialen Medien in der Zeit ehrlich gesagt nicht gerade der Schwerpunkt meiner Arbeit. Und jetzt geht das so langsam wieder in Richtung Normalität. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Sendung aufnehme. Und das ist ja auch ganz schön. Auch in den einzelnen Reha-Kliniken geht es weiter. Und ich möchte mich bedanken beim Aphasie-Zentrum Vechta, denn in der Corona-Zeit, in der viele Reha-Kliniken geschlossen haben, hat das Aphasie-Zentrum Vechta meinen Klientinnen und Klienten sehr geholfen, indem es neben der Neuro-Reha auch eine orthopädische Reha angeboten hat. Und es sind drei Fälle, die in der Corona-Zeit dort rehabilitiert wurden. Die Betroffenen haben Zeit gespart. Sie sind relativ schnell wieder auf die Beine gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern mein Dank ans Aphasie-Zentrum. So, das war es erstmal von mir hier aus dem Auf geht's der Reha-Blog. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.